Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin jetzt auch ein bisschen überrannt, stand gerade noch vorne mit dem Transparent. Ich bin von der Piratenpartei, war in der Bundestagswahlkampf, im Bundestagswahlkampf aktiv in Bayern und bin jetzt auch im Europawahlkampf aktiv, bin dort auf der Liste, Platz 4. Und ich wollte jetzt auch ein bisschen was noch erzählen. Könnt ihr euch oder kennt ihr Franz Kafkas berühmtes Buch Der Prozess? Das Netz war damals vor 100 Jahren nicht einmal vorstellbar. Es gibt aber in diesem Buch erschreckende Parallelen zum Jetzt. Der Mensch wird in diesem Buch in die Enge gedrängt. Verfolgung und Vorverurteilung machen ihn mürbe. Verunsicherung treibt ihn in die Enge. Vertrauen verschwindet mehr und mehr, bis dann ans bittere Ende. Wir alle sind aus einem Traum erwacht und sind in einer echt kafkaesken Realität gelandet. Unser Traum war eine digitale Welt, die grenzenlos war, frei, geschützt, alle Möglichkeiten der Entfaltung gegeben hat. Eine Welt, und das habe ich lange selber auch propagiert im Wahlkampf, eine Welt des Teilens von Wissen, Erfahrungen und Lebenswelten. Jetzt müssen wir sagen, sie war Vision. Sie ist sogar teilweise gestorben. Der Sturz in die Realität war hart. Die Leaks von Snowden haben die Fratze der Totalüberwachung demaskiert. All diese Realitäten, die aufgetaucht sind, Prison Tempora, das letzte halbe Jahr hat einen Abgrund aufgetan. Ein Umfang, den die kühnsten Aluhüte unter uns in ihren wirsten Albträumen sich nicht hätten erdenken können. Ist es so, wie Sascha Lobo noch meinte, unser Netz ist tot? Ist es so, dass das Netz von Anfang an militärisch war? Es war ja ursprünglich das ARPANET. Gehört Überwachung damit automatisch dazu? Ist es so, wie der kommende NSA-Chef meint, der nächste Krieg wird mit den Waffen der Informationsgesellschaft im Netz geführt? Wir leben in einer Welt, in der minutiös alle Bewegungen aufgezeichnet werden. Unsere Telefonate, SMS, Aktivitäten auf unserem Router werden genauso aufgezeichnet wie sämtliche Mails und Aktivitäten in Social Networks. Unsere Gesundheitsdaten, die Kommunikation mit Anwälten, ja sogar die Pressefreiheit ist eingeschränkt. Wer mit Informanten spricht, kann keinen Quellenschutz garantieren. Und wir können uns nicht vor der Kombination dieser Daten zu einem drohenden digitalen Doppelgänger schützen, der aus uns jedem Einzelnen für die Überwacher ein Bedrohungspotenzial baut. Ich frage mich nur, was das in der Zukunft bedeutet. Denken wir an dieses neue Unwort Big Data. In einer Gesellschaft, in der Patente wie das neueste Amazon-Patent, wo quasi per Big Data errechnet wird, was meine nächste Bestellung sein wird und vorab ausgelöst wird. In einer Gesellschaft, in der Google Glasses die Realität sind und jeden überall scannen. Was das in der Kombination noch alles bedeutet, das müssen wir uns klar machen. Die Rechtfertigung, Bürger vor Terrorismus zu schützen, ist schon lange in sich zusammengebrochen. Der moderne Terrorismus ist die Datenspionage der Geheimdienste. Sie vergiftet unser tägliches Leben, schleichend. Sie macht misstrauisch und zerstört die offene Gesellschaft, die die Bürger wollten. Sie frisst die Freiheit auf. Zurzeit weilt der amerikanische Vizepräsident Kerry in Deutschland. Er macht eine Riesenstimmung für das Freihandelsabkommen. Er relativiert die NSA-Überwachung. Er spricht von Freundschaft zwischen Nationen. Unsere Kanzlerin bleibt die brave Vasallin, stellt weder das Freihandelsabkommen in Frage, noch die Überwachung. Es war uns allen klar, dass es kein No-Spy-Abkommen geben wird. Denn es hätte auch keine Bedeutung, wenn die Five Eyes ihre Bürger gegenseitig ausspähen und diese Informationen teilen. Wir müssen uns auch klar machen, was letztendlich
basiert in einem Freihandel, der durch Konzerne letztendlich über die Rechte der Bürger hinweggeht. Ein Freihandel, der Demokratie aushebelt in einem Zeitalter, wie zuletzt Edward Snowden offeriert hatte, dass eben auch Firmengeheimnisse und Entwicklungen durchaus weitergegeben werden. Was bedeutet es in einer Gesellschaft, in der der Investorenschutz wichtiger ist als die Gesellschaft selbst? Was bedeutet es, wenn Konzerne klagen können, Macht über Demokratien bekommen? Was bedeutet es für den Verbraucherschutz, wenn wie bei TTIP die Kommissarin Reding fordert, dass der Datenschutz erstmal außen vor gelassen wird, weil es da eben zu viele Gegensätze gibt? Nein, das wollen wir nicht. Diese Aspekte sind so wichtig in einem Freihandelsabkommen. Wenn Deutschland so souverän ist, wie es gerade in München von allen behauptet wird, so müssen wir auch in der Lage sein, die Sperrstation der NSA hierzulande zu schließen. Und ich will ja jetzt nicht zu übermäßigem zivilen Gehorsam aufrufen, aber wir könnten ja mal ganz kurz eine Abkürzung nehmen hier zur amerikanischen Botschaft und schauen, ob wir da nicht so die ein oder andere Antenne runterreißen können. Und ja, um ganz ehrlich zu sein, ich will hier keinen Anti-Amerikanismus predigen. Das ist der größte Blödsinn. Es ist kein amerikanisches Problem alleine. Hier hilft auch kein Schengen-Netz und auch kein Schlandnetz. Wir müssen die Charta der Menschenrechte erweitern für ein globales, freies Netz. Wir müssen bei uns anfangen in Deutschland und Geheimdienste abschaffen. Wir müssen die Verhandlungen des Freihandelsabkommens TTIP beenden, bis der Schutz der Privatsphäre fest verankert ist. Wir dürfen nicht aufhören, die Große Koalition zu demaskieren und ihre Lügen, ihr Unwissen und ihre Dummheit. Wir müssen die Mitarbeit Deutschlands an anonymen Drohnenexekutionen beenden. Es klebt Blut an den Händen unserer Geheimdienste. Und wenn wir nicht dagegen protestieren, auch an unseren. Wir müssen begreifen, dass ein freies Netz eine Revolution der bestehenden Herrschaftssysteme bedeutet. Das ist der eigentliche Grund der Überwachung. Es ist der Angst der herrschenden Klasse. Die Bürger könnten eine neue Form der Beteiligung an demokratischen Entscheidungen fordern. Es ist die Angst vor dem Fallen nationaler Grenzen, denn das Netz hat keine Grenzen. Es ist die Angst vor dem Verlust von Monopolen und von Macht. Es gab eine Zeit, lange ist es her, da war ich 16 Jahre alt und ich bin jetzt 46. Es gab eine Zeit der Aufrüstung, des Wettlaufs der Systeme. Eine Grenze ging quer durch diese Stadt. Es war der Kalte Krieg. Fronten schienen unüberwindbar. Der Konflikt war unausweichlich. Ich hatte Angst als Jugendlicher vor einem Krieg, der genau hier stattfindet. Eine Friedensbewegung besiegte diese kalten Krieger. Die Perestroika veränderte die Welt. Die Mauer fiel. Eine Friedensbewegung wird auch heute gebraucht. Und sie ist digital. Diese Friedensbewegung, von der ich spreche, sie schützt die Freiheit der Kommunikation. Sie schützt vor Ausspähung und digitalen Doppelgängern. Wir brauchen eine Spionageabrüstung. Wir müssen den Kalten Krieg im Netz überwinden. Für die Freiheit. Der Kampf um das Netz hat längst begonnen. Lasst uns gemeinsam die digitale Friedensbewegung sein. Ich danke euch.